Bei uns geht's jetzt ganz spannend weiter mit Haushaltsgeräten. Vielleicht war bei Ihnen auch am Wochenende die Familie und die haben natürlich ein bisschen Krümel hinterlassen beim Brunchen und das muss man ja auch noch irgendwie wegsaugen. Und dann gibt's natürlich auch noch diesen lästigen Pollenstaub momentan, der meine ganzen Fenster verschmutzt. Und da haben wir auch die perfekten Produkte für Sie. Ja, und Moni, wenn ich dir so zuhöre, das sind alles so Haushaltstätigkeiten. Ja. Bis vor kurzem habe ich gedacht, boah, nee, einfach keine Lust dazu. Aber mit den richtigen Produkten geht das richtig leicht von der Hand. Wir bleiben mal direkt bei dem ersten Thema, das du angesprochen hast, nämlich beim Staubsaugen. Da haben wir einen super schicken Staubsauger hier zu meiner Linken für Sie vorbereitet. Ein besonders schicker Sauger schon mal, den Sie auch genauso anbringen können wie wir hier. Da kommt nämlich eine extra Wandhalterung für Sie mit nach Hause. Und Sie haben hier einen Sauger, den Sie im kompletten Gerade sehen. All das, was Sie gerade sehen und noch ein Zubehörteil mehr, ist der Sauger an sich. Mehr haben Sie nicht. Sie haben kein Kabel. Sie haben keinen Staubsauger, den Sie hinter sich herziehen müssen. Das ist alles, was Sie brauchen, um klar Schiff zu Hause zu machen. Ein super schicker, leistungsfähiger Staubsauger, der macht es einem richtig leicht, genau diese Krümelchen hier einfach wegzusaugen. Sie sehen jetzt schon, da gibt es ein paar Merkmale, die es wert sind zu betonen. Wir gehen mal nach unten, dann schauen wir uns das nämlich mal genauer an. Wir haben nämlich hier diese LED-Leuchte. Das heißt, Sie sehen da direkt den Schmutz auch unter dem Sofa beispielsweise. Und eine Besonderheit, die hat mein Sauger nicht, ist diese Bürste hier, die Sie auch sehen. Ich zeige sie Ihnen nochmal von unten. Das ist eine rotierende Bodenbürste. Das hat mein Sauger nicht. Der hat zwar eine Bürste, aber die rotiert nicht so. Ja. Und das ist natürlich toll, ne? Weil du damit die ganzen Haare auch rauskriegst aus Teppichen beispielsweise. Das ist nochmal effektiver. Übrigens mit zwei Saugleistungen. Sie können auch den Max-Knopf hier einfach drücken und haben dann noch mal die volle Power hier. Und nimm ihn mal in die Hand, Ingo oder Moni. Mhm. Der ist leicht, oder? Ja, absolut. Das ist ja gar nichts. Mhm. Also mein Staubsauger, der ist viel schwerer. Ja. Viel schwerer und er hat ein Kabel dran. Ja. Und er hat vor allem einen langen Schlauch und dann zieht man den immer so hinter sich her. Mhm. Ich hasse das, wenn ich bei uns die Treppen machen muss. Ja, und da hat man immer, ich habe ihn wirklich, den Staubsauger in der Hand, das den Schlauch hier über der Schulter und mache dann immer so. Und dann komme ich halb hoch, dann muss ich runter den Stecker rausziehen, nach oben den Stecker wieder rein und dann kann ich die zweite Hälfte machen. Super lästig. Und weißt du, was ich auch immer super lästig finde? Wenn du Staubsaugerbeutel nachkaufen musst und du weißt nicht, welcher der richtige ist, ja, ich meine, allein im Laden schon, da sind ja, ich weiß nicht, 40, 50 verschiedene Staubsaugerbeutel, wenn du ins Fachgeschäft gehst. Ja, ja. Und dann soll man wissen, welchen man da benutzt. Ne? Genau, richtig. Das ist aber nicht alles. Also du hattest gerade die Treppe angesprochen. Was aber auch sich bei den meisten schwer gestaltet, ist das Auto zu saugen. Ja. Jetzt schauen Sie mal, was ich hier mit unserem Sauger machen kann. Ich kann ganz einfach in drei Handgriffen einen kleinhandlichen Staubsauger hier machen, Handsauger. Ne, damit kann ich jetzt richtig gut auch den Teppich vom Auto saugen. Ich habe aber auch noch einen anderen kleinen Aufsatz mit dabei. Oh, den habe ich bei dir, Ingo, da, wenn du mir den mal kurz reichen magst. Schauen Sie mal, hier haben Sie noch eine kleine Bürste mit dabei. Sie haben einen Fugenaufsatz mit dabei und jetzt zeige ich Ihnen den absoluten Knaller, womit Sie jetzt nicht gerechnet haben wahrscheinlich, weil das eben nicht nur ein Sauger ist, sondern, ich bastle ihn mal wieder zusammen, Moment, wir haben hier auch noch einen weiteren Aufsatz für Sie mit dabei und zwar einen Wischaufsatz. Ein Wischaufsatz am Staubsauger. Ein Wischaufsatz am Staubsauger. Das heißt, Sie können damit jetzt nicht nur saugen, sondern in dem gleichen Schritt auch Ihre Böden richtig schön polieren. Ich habe da schon Wasser reingefüllt. Sie sehen das. Hier ist noch ein Wassertank integriert. Ganz einfach unterm Wasserhahn hier auffüllen. Jetzt öffne ich hier den Tank, setze den an meinen Sauger. So. Und jetzt kann ich damit wischen. Das zeige ich Ihnen direkt mal auch. Und zwar mit Wasserzufuhr. Sehen Sie das, mit was für einer Effektivität hier der Boden nicht nur gewischt wird, sondern richtig poliert, weil wir hier diese zwei Polierköpfe haben, die sich ineinander drehen und so den Boden nicht nur oberflächlich einfach nur wischen, sondern richtig schön durchputzen. Ich räume mal hier ein bisschen auf. So. Also das ist doch fantastisch, oder? Das ist ideal, gerade wenn mal so Kinder von draußen reinkommen, ein Hund mit dreckigen Pfoten reinkommt. Und schauen Sie mal, das ist gerade gewischt. Ich habe hier ein Blatt Papier. Jetzt gehe ich hier mal rüber. Nichts. Ah.
Es sehr ist gut. aber nass gewischt. Das heißt, er nimmt also genau die richtige Menge Wasser. Ich mach's nochmal hier. Das, ich nehme mal die weiße Seite, dass wir es auch sehen. Da ist nichts. Das ist nicht nass. Ja. Das ist schon getrocknet, weil er genau die richtige Menge an Wasser nimmt. Das ist unglaubliche Arbeitserleichterung. Kein Eimer mehr, kein Feudel mehr, kein Ausbringen mehr. Es ist alles drin. Und ich finde das so wichtig, dass du uns das jetzt gerade gezeigt hast, gerade für all diejenigen, die genauso wie ich auch Echtholzparkett zu Hause haben. Ja. Und ich habe da immer ein bisschen Respekt, wenn ich da mit dem Eimer Wasser bin und mit dem Lappen. Ich habe immer Sorge, dass ich den Boden zu sehr durchnässe damit. Und dann bin ich nochmal beim zweiten Mal ausbringen, beim dritten Mal ausbringen, um eben die genaue, richtige, gerade so richtige Feuchtigkeit hier hinzubekommen. Das funktioniert hier viel, viel leichter. Das Wasser wird hier richtig dosiert und zwar nicht zu viel und auch nicht zu wenig, denn da wird nochmal richtig schön drüber poliert. Und das ist es. Mal eben schnell sauber machen, mal eben schnell saugen in einem Schritt. Das ermöglicht Ihnen hier dieser Handsauger, Bodensauger und Fußbodenpoliermaschine in einem. All das super leicht und super schön hier auch verstaut in der Halterung. Ja, vor allem, du kannst das mal eben irgendwo im Küchenschrank oder im Besenschrank ranhängen. Du musst nicht in den Keller gehen und einen Eimer holen. Du musst nicht in den Keller gehen, den Staubsauger rausholen, eine Steckdose zu suchen. Du nimmst ihn einfach ab. Das ist ja auch eine Ladestation gleichzeitig, ne? Wo du es da aufhängst. Da kann also alles gleichzeitig passieren hier mit dieser einfachen Aufhängung. Der 2-in-1-Akku-Staubsauger mit Fußbodenpoliermaschine und diesem Wischaufsatz hat die Bestellnummer NX4834 und die 569. Jetzt zum TV-Sonderpreis von 142,49 €. Sie kriegen den natürlich zugeliefert, weil wir ihn auf Lager haben. Das ist nicht normal, dass elektrische Geräte gerade überall auf Lager sind. Das stimmt. Wir haben ihn auf Lager lieferbar. Ja, und dann haben wir natürlich unser Spitzengerät hier für die Bodenpflege, ne? Spitzengerät. Wir lieben den. Ja, wir lieben den. Warum? Weil das Nonplusultra ist, wenn es um ums Bodenputzen geht, wenn Sie mich persönlich fragen. Warum? Weil wir hier ein unglaublich tolles Gerät haben, was nicht nur saugen kann, nicht nur wischen kann, sondern auch noch Ihre Böden desinfiziert in ein und demselben Schritt. Das heißt, das ist jetzt wirklich was für all diejenigen, die sagen, mir reicht eine einfache Oberflächenreinigung nicht. Ich möchte richtig schön keimfreie Böden haben, quasi ein Boden, von dem man essen kann. Das ist für meine Mama immer das Nonplusultra. Die ist da wirklich ganz, ganz pingelig. Trotzdem, wenn was runterfällt, dann soll es trotzdem nicht nochmal gegessen werden. Aber es gibt ja andere Gelegenheiten. Also nicht nur, dass ich mich super gut fühle, weil ich weiß, mein Boden ist entkeimt. Da sind keine Viren, keine Bakterien oder sonst was drauf. Sondern es ist auch gerade super schön zu wissen, dass Kleinkinder, die auf dem Boden krabbeln, Babys, dass da eben wirklich alles sauber ist. Und zwar nicht nur fürs bloße Auge sichtbar, sondern tatsächlich auch mit der UVC-Lichtdesinfektion. All diese drei Sachen arbeiten für Sie gleichzeitig in einem einzigen Schritt. In einem einzigen Schritt können Sie all das machen mit diesem schönen Schmuckstück. Und das zeige ich Ihnen auch gerne direkt mal im Einsatz hier. Denn auch der ist super locker fluffig in der Handhabung, geht leicht von der Hand. Ich zeige Ihnen das jetzt gerne mal, wenn die Kamera mal mitkommt. Nicht mitkommen will. Jetzt. So. Und zwar haben Sie hier eine Ladestation, die zeige ich Ihnen auch noch gleich genauer. Und dann können Sie hier ganz einfach den Sauger starten. Und Sie sehen jetzt hier, mit was für einer Effektivität nicht nur gesaugt wird, sondern hier mit dieser Bodenwalze wird der Boden auch noch mal richtig schön hier auf Vordermann gebracht. Und gleichzeitig, das sehen Sie aber nicht, fungiert hier die UVC-Lichtdesinfektion. UVC-Licht ist ein Licht, was ganz natürlich im Lichtspektrum vorkommt und Viren, Keime und Bakterien abtöten kann bzw. neutralisieren kann. Das ist diese Mikrofaserwalze, die Sie hier gerade gesehen haben. Und nehmen wir mal an, Sie sind fertig mit Ihrem Reinigen. Was würdet ihr dann machen, wenn ihr noch einen normalen Putzlappen habt? Was macht ihr mit dem? Wir schütten das Wasser weg, wir bringen den Feudel aus, wir machen alles sauber, warten, bis es getrocknet ist und dann haben wir wieder einen sauberen Boden. Denken wir zumindest. Ne? Ja, das ist nämlich das Übliche, was Sie zu Hause vielleicht auch machen. Ich zeige Ihnen mal, wie es einfacher geht. Ich stelle hier nach dem Putzvorgang einfach den Wischsauger hier in seine Ladestation. Der wird jetzt geladen und nicht nur das. Ich drücke hier oben auf einen roten Knopf
Und dann geht die Selbstreinigungsfunktion los. Eine Minute lang dauert die. Hier geht jetzt schon der Countdown los. Und jetzt schauen Sie mal nach unten, was passiert. Der wird ja richtig durchgewrungen, da diese Bürste da mit diesen Mikrofasern. Ne? Mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit wird hier die Walze jetzt richtig durchgereinigt. Das Wasser kommt hier rein. Sie sehen jetzt, das ist das Schmutzwasser, was da rausgesogen wird aus dieser Wischwalze. Das ist wirklich genial. Das heißt, nicht mal darum muss ich mich mehr kümmern. Das passiert ganz von alleine. Ich habe meine Hände hier nicht am Gerät. Und das ist echt genial. Das Gerät ist so durchdacht. Also ich weiß gar nicht, was ein Sauger noch mehr können soll, als das, was unser Wischsauger hier alles kann. Sogar selber reinigen. Nicht nur ihre Böden reinigen, sondern auch sich selber reinigt er hier ratzefatze, ohne ihr Zutun. Und das würde ich definitiv mitnehmen hier als Funktion nach jedem Putzvorgang. Zack, ja, ja. Jetzt ist die Walze wieder blitzeblanke sauber, oder? Ja, der absolute Hammer ist bei diesem Gerät hier, Sie tun hier oben frisches Wasser rein, das geht hier durch, das wird zum Reinigen benutzt und hier kommt dann das Schmutzwasser rein. Das heißt, du machst den Boden auch immer mit frischem Wasser sauber. Ja. Hier das Frischwasser rein, hier wird das Schmutzwasser aufgefangen. Das heißt, du machst hier A, die Hände nicht schmutzig, aber B, vor allem der Boden wird immer mit frischem Wasser gemacht. Wenn ich das selber mache, Moni, du kennst das auch, ne? Oh ja, sehr gut. Normal nimmt man halt einen Feudel, wringt den aus, hat die Hände dreckig. Das Wischwasser ist erst ein bisschen schmutzig, dann ist es normal schmutzig, dann ist es ganz schmutzig, dann wechsle ich es. Ja. Aber dieses mittelschmutzig und bisschen schmutzig fällt komplett weg, weil wir immer sauberes Wasser benutzen. Genau, und hier kommt das Schmutzwasser hin und wird gehalten. Das bleibt hier. Das Schmutzwasser wird nicht nochmal verwendet. Ganz richtig hast du das gesagt, Ingo. Und ich habe Ihnen das nochmal rausgeholt, den Behälter. Den können Sie natürlich ganz einfach so über dem Waschbecken beispielsweise ausschütten. Aber hier haben wir auch noch einen HEPA-Filter mit drin. Gerade für Allergiker auch super gut zu wissen. Das ist ein vollwertiger Staubsauger, der noch viel, viel mehr machen kann als einfach nur saugen. Das ist so genial. Und Frischwasser haben Sie dann, wie gesagt, auch immer, aus dem sich hier bedient wird, in dem Gerät mit drin. Das ist so super einfach eingesetzt hier. Sie sehen das. So, super einfach eingesetzt. Auch hier oben das Wischwasser. Sie sehen, wie wenig wir davon verwenden mussten. Moment. Ja. Es ist absolut der Wahnsinn, dass man hier eben mit frischem Wasser, immer mit frischem Wasser den Boden sauber macht. Genau. Glasklares Wasser haben wir hier verwendet. Einfach unterm Wasserhahn hier auffüllen. Sie sehen, wie viel das, wie wenig da benutzt wird. Also es ist wahnsinnig effektiv. Nur so wenig haben wir jetzt gerade benutzt für den Selbstreinigungsvorgang und um den Boden zu wischen. Ich bin so ein Fan von diesem Gerät. Ich habe gar nicht genug Zeit, um noch mehr davon zu schwärmen. Das könnte ich tatsächlich tun, denn dieses Gerät kann echt alles. Aber nicht nur du. Ich könnte davon auch schwärmen. Und erleichtern Sie sich doch auch einfach Ihren Haushalt. Für 275,49 Euro können Sie sich den 3-in-1 Bodenwischsauger mit Akku sichern mit der Bestellnummer der NX 7676 und der 569. Ja, ein absolutes Top-Produkt. Ich würde sagen, das ist unser bester Staubsauger-Wisch-Kombination, die wir haben. Finde ich auch. Wie gesagt, Akku, kein Schlauch. Sie brauchen sich um kein Stromkabel zu kümmern. Er reinigt sich selber. Hm. Und wir haben hier eben, Entschuldigung, mal so ein paar Anwendungsgebiete, wo immer wieder mal was passiert. Und normalerweise macht man das dann einmal die Woche sauber. Hier, ganz egal, den haben Sie einfach irgendwo in der Ecke stehen. Er ist immer geladen. Und dann holen Sie ihn einfach raus und machen dann die Hundetatzen, die Kinderschuhspuren, alles damit sauber. Und das eben auch noch sehr leicht und immer mit frischem Wasser und immer desinfiziert. Also sauberer geht es wirklich nicht. Damit hat man dann die komplette Reinigung bei sich im Zuhause eben. Und das ist echt praktisch. Das Wie groß ist deine Wohnung, Moni? 75 Quadratmeter. Da hat man schon ganz schön was zu saugen. Absolut, ne? Ja. Ich habe auch gar nicht so viele Steckdosen, um mal umzustecken. Deshalb ist das einfach praktischer mit einem Akku. Aber wir kommen jetzt mal weg von dem Boden und ran an die Fenster, weil das ran ist bei mir Fenster. Auch immer echt schwierig. Wenn ich die Fenster putze, habe ich immer danach wieder Streifen auf meinen Fenstern. Das macht einfach absolut keinen Spaß. Aber mit unseren Produkten macht das Spaß. Ja. Das macht Spaß, weil wir gar nichts mehr selber tun müssen. Ich gehe mal hier zu unserem lästigsten Fenster, ein großes Fenster, nämlich hier unsere Terrassentür. Und da habe ich den Sauger jetzt direkt schon zur Hand. Und Sie sehen, in zwei Handgriffen ist er hier einsatzbereit. Wenn der Strom da ist, doch, er ist da. Mhm. So, und ich drücke hier auf Start und jetzt
schwebt der hier quasi übers Fenster und macht die Arbeit für sie. Dieses der putzt das ganze Fenster. Das ganze Fenster, genau. Der wandert das ganze Fenster hier eigenständig ab nach System. Das ist ein intelligenter Fensterputzroboter, der mit verschiedensten Sensoren hier die glatte Oberfläche abscannt sozusagen und so auch immer weiß, wie groß ist das Fenster, welche Wege gehe ich, wann sprühe ich. Der hat auch eine Sprühfunktion mit drin, also die Finger müssen Sie auch nicht mehr nass machen. Das macht alles der Fensterputzroboter ganz von alleine und sagt noch dazu, auch wenn er fertig ist, also gibt dann ein Signal von sich. Das ist so genial schon mal grundsätzlich, dass ich einfach nicht mehr selber putzen muss, oder? Oh ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Ich meine, in der Zeit kann man ja auch viele andere Dinge machen. Zum Beispiel der Besuch kommt und man kann sich schon mal um das Essen kümmern. Ja. Oder man entspannt sich auch einfach mal und lässt den Fensterputzroboter einfach seine Arbeit machen und man setzt sich aufs Sofa ganz gemütlich. Das ist doch super. Ja, und was ich auch super finde, ist, dass das Fensterputzen so leicht ist, dass ich das gar nicht mehr hinauszögern muss. Ne? Das ist bei mir immer so, dass bis zum Äußersten, beziehungsweise in meiner aktuellen Wohnung habe ich bisher noch nie selber die Fenster geputzt. Das habe ich unseren Fensterputzroboter auch übernehmen lassen. Ja. Also das ist wirklich was, das ist eine Erleichterung, weil gerade Fensterputzen ist ja nicht nur die lästigste Arbeit, sondern warum ist es das lästigste? Weil es am anstrengendsten ist und die Ergebnisse, zumindest in meinem Fall, wenn ich das per Hand mache, nie zufriedenstellend sind. Das ist so deprimierend. Hier benutzen Sie den Fensterputzroboter mal regelmäßiger. Benutzen den vielleicht nicht mehr nur alle halbe Jahr einmal, wenn die Sonne da mal wieder scheint und man merkt, oh, das wird schon wieder Zeit, sondern Sie benutzen den regelmäßig, vielleicht alle 2 Wochen, einmal im Monat, weil es ja so einfach ist. Sie müssen ja gar nichts mehr tun, als den Fensterputzroboter anzusetzen. Und Sie sehen es hier, der arbeitet zuverlässig. Von der einen Richtung zur nächsten Richtung, das ganze Fenster arbeitet der ganz von alleine ab. Ich finde das super toll und das müssen Sie zuschlagen, wirklich. Das ist eine unglaubliche Erleichterung. Ich habe genau diesen Fensterputzer. Und bis jetzt war es immer so, wie du sagst, man macht das Fenster sauber, wenn es dreckig ist. Wenn man das wirklich sieht, dass es dreckig ist und am Wochenende. Weil in der Woche hat ja keiner Zeit dafür. Ne? Ja. Du musst im Keller eine Leiter holen, Wasser, dein Fensterputzabzieher, eventuell irgendwelche Schwämme, Zeitungspapier. Da gibt es ja die merkwürdigsten Tricks, mit denen die Leute ihre Fenster blitzeblank machen. Hier, wenn mal irgendwo was ist, wenn da mal ein Kind mit der Hand drauf gedatscht hat, wenn es jetzt bei der Pollenzeit dieser gelbe Klebefilm, das kennen Sie alle, auf dem Fenster ist, einfach ransetzen, Knopf drücken und puff, schon wird mein Fenster von ganz alleine geputzt. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ein Roboter, der Ihre Fenster sauber macht. Und zwar bis zum Fensterrahmen. Sie sehen es hier, jede Ecke wird hier genutzt und wird hier auch sauber gemacht, gesäubert mit der Reinigungsflüssigkeit, die wir vorab hier eingefüllt haben, die auch sehr, sehr ergiebig ist. Na, Sie sehen hier, hier wird punktgenau gesprüht und mit der Rückseite des Fensterputzroboters drüber gewischt. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie wischt er da drüber? Ich zeige Ihnen das vielleicht mal. Und zwar haben wir hier auf der Rückseite, ich zeige es Ihnen mal am Roboter selber. So. Unterbreche ich mal kurz die Arbeit. Wir haben hier ein Mikrofaserpad. Und Mikrofasertücher sind ja das Nonplusultra beim Fensterputzen. Nicht nur, wenn wir das per Hand machen, sondern auch für den Fensterputzroboter. Und mit diesem Mikrofaserpad wird dann die vorher angefeuchtete Fläche von dem Sprühmitteltank hier angefeuchtete Fläche wird dann hier mit dem Mikrofasertuch richtig schön effektiv gewischt. Apropos, das haben Sie übrigens 3-mal im Lieferumfang mit enthalten können. Das also immer auch wieder in die Waschmaschine stecken und dann haben Sie ratzefatze auch wieder hier ein super blitzeblankes Mikrofasertuch für den nächsten Einsatz. Das ist die Möglichkeit, die uns die Technik heutzutage bietet, Wahnsinn, ne? Die Sie definitiv nutzen sollten. Es ist im Prinzip so einfach, der saugt sich am Fenster fest, richtig fest und hat dann diese Walzen auf der Rückseite, diese schwarzen Gummiwalzen, mit denen fährt er dann übers Fenster. Richtig. Und weil er intelligent ist, weiß er, wo er schon gewesen ist. Genau. Und er hat auch, das geht ja auch bei rahmenlosen Fenstern, also so eine Duschkabine. Richtig, oder manche haben diese Wind Abweise auf dem Balkon. Mhm. Weißt du? Ja, auch das auf ist Glas. Ja eine Strafe, sowas sauber machen. Oder der Wintergarten. Ja. Der Wintergarten, um Gottes Willen. Da muss ja manchmal eine Firma kommen lassen. Genau. Weil von außen nach oben und um Gottes Willen machen sie das bloß nicht selber. Ja.
da ist das natürlich super. Ne? Oder hier so eine Glastür habe ich zum Beispiel auch zu Hause. Ja. Lass ich auch einfach gerne den Fensterputzroboter machen, weil er erkennt anhand dieser Lasersensoren, die hier in vierfacher Ausführung an jeder Ecke vorhanden sind, erkennt er, wo die Fläche aufhört. Der Unterdrucksensor sorgt auch dafür, dass kleinere Unebenheiten ausgeglichen werden. Das heißt, Sie dürfen jetzt nicht nur an Ihre Glasflächen denken und nicht nur an die Spiegelflächen, sondern auch an alle Fliesenflächen. Auch da können Sie diesen Fensterputzroboter benutzen. Jawohl, und das heute für 299,99 Euro mit der Bestellnummer der NX 6057 und der 569. Und ich finde, das ist einfach eine clevere Lösung. Man kann einfach in der Zeit was anderes machen und der Roboter putzt einfach für sich ganz alleine. Das für unter 300 Euro. Unter 300 Euro und Sie brauchen Ihre Fenster und Ihre glatten Flächen nicht mehr selber zu putzen. Das ist so eine unglaubliche Erleichterung. Wir haben den, der ist mehrfach prämiert übrigens auch. Ich habe ihn selber, Anne hat ihn und du hast ihn jetzt auch gehabt. Ja, ich leide mir immer fleißig hier aus. Ja. Noch. Warte, bis du ihn dir zum Geburtstag wünschst, wie ich letztes Jahr. Aber du wirst begeistert sein. Ich bin begeistert, absolut, weil es funktioniert einfach. Ja. Ne? Und das mag ich, wenn Technik zuverlässig funktioniert und wenn Technik zuverlässig mir auch meine Arbeit abnimmt. Mhm. Genau das gleiche Prinzip haben wir jetzt mit dem neueren Modell. Du hältst es gerade in der Hand, Ingo. Mhm. Das sehen Sie jetzt vielleicht auch schon direkt auf den ersten Blick, was da der Unterschied ist. Er sieht bauähnlich aus, aber wir haben jetzt zwei Sprühmitteltanks. Das heißt, noch mal effektiveres Reinigen, dadurch, dass hier nicht mehr nur von einer Seite gesprüht wird, sondern von zwei Seiten hier gesprüht werden kann und so noch mal effektivere Ergebnisse erzielt werden können. Generell, das ist das neueste Modell ja. 2022. Das heißt, es ist auch die neueste Technik, die hier verbaut ist. Und du zeigst uns den jetzt auch mal direkt im Einsatz, Ingo. Du bist auch begeistert davon. Also ich bin so begeistert. Wie gesagt, ich habe ja auch das Vorgängermodell hier, was wir eben gehabt haben. Das ist jetzt die Weiterentwicklung durch diese zwei... Hallo, ich bin Robert. Ja, und da merkt man jetzt noch eine weitere Weiterentwicklung. Schauen Sie mal, der hat sich jetzt hier richtig festgesaugt. Genau. Ja. Und in dem Moment, wo ich hier auf Start drücke, fängt er an, loszufahren. Und auch wieder intelligent, er weiß, wo er schon gewesen ist. Das heißt, er macht in 0, nichts Ihr Fenster sauber. Und er hat ein ganz, ganz langes Kabel dabei, was also auch für große Fensterflächen geht. Ja. Überlegen Sie mal, wenn Sie ein Fenster haben, was vielleicht noch höher geht, oder so eine Wand raus zur Veranda, so eine Glaswand, da putzt man sich ja dumm und dusselig normalerweise. Mhm. Den setzt man einfach ran, drückt Start und schon erledigt er seinen Job zuverlässig und besser, als ich es je könnte. Also ich muss dir da recht geben. Ja. Ich würde es auch nicht so blank hinkriegen. Nee, ich krieg's sogar gar nicht erst hin, ans Fenster zu gehen, ganz von alleine, weil es einfach... die Ergebnisse sind bei mir danach nicht besser als vorher, muss ich ganz einfach zugeben hier. Da habe ich nicht wirklich aufgepasst, wenn eine Oma erzählt hat, wie das funktioniert. Wenn ich von euch so die Tricks und Tipps und Tricks höre, das habe ich alles nie gelernt. Aber muss ich ja jetzt auch nicht lernen, sondern ich überlasse das einfach dem Fensterputzroboter. Und vielleicht haben Sie eben auch noch eine kleine Änderung mitbekommen. Dieser Fensterputzroboter hat mit uns gesprochen. Das kann der auch. Das heißt, der sagt einem, was jetzt los ist, was ich jetzt machen muss, wann ich auf Start drücken muss. Oder er sagt mir auch, wenn ein Stromausfall ist. Was passiert, wenn der Strom weg ist? Fällt Ihr Fensterputzer dann vom Fenster, so wie ich die Frage jetzt formuliere, würden Sie wahrscheinlich jetzt auch denken. Wahrscheinlich nicht, aber wie funktioniert das? Wir schauen es uns mal an. Ingo, zieh bitte den Stecker und zwar und der jetzt. Fällt nicht runter. Haben Sie das Stromausfall, gehört? Bitte überprüfen Sie die Stromversorgung. Genau. Und das macht er so lange, bis ich ihm wieder Strom gebe oder ihn von der Wand nehme. Ich tue jetzt den Strom wieder ran. Und jetzt drücke ich nochmal auf Start und dann geht er wieder los. Das ist auch super intelligent und da merken Sie, die Firma Hobart weiß, was sie tut. Die Firma Hobart berechnet alle Eventualitäten mit ein und hat auch daran gedacht, dass sowas ja mal passieren kann. Das ist natürlich nicht der Regelfall, aber es wäre ja auch blöd, wenn der einfach so abstürzen würde. Also auch daran ist hier gedacht worden und da können Sie sich drauf verlassen. 20 Minuten lang hält dieser Notstromakku Ihr Fenster noch, Ihr Fensterputzroboter noch am Fenster.
Also es ist eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Ist natürlich auch sicherer. Schauen Sie mal, hier oben zum Beispiel würde ich normalerweise auf dem Hocker stehen. Wenn ich nicht gut aufpasse, vielleicht auf irgendeiner wackeligen Kiste oder auf einer Leiter, ist wahrscheinlich das Sicherste. Aber dann muss man bei einem hohen Fenster immer da ein Stück zur Seite gehen, wieder da ein Stück. Man lehnt sich vielleicht drüber. Das hier ist natürlich auch noch absolut sicher. Und wie gesagt, schauen Sie mal, wir stehen hier und unterhalten uns, während Fenster geputzt werden. Machen Sie das mal zu Hause. Ja. Ach, ich würde vorschlagen, wir setzen uns doch einfach mal hin und reden da weiter, oder? Ich habe euch noch was zu zeigen, nämlich was Sie noch alles im Lieferumfang mit dabei haben, während der Fensterputzroboter jetzt seine Arbeit tut. Machen wir es uns hier gemütlich. Oh ja. So. Sie haben auch bei diesem Fensterputzroboter auch 3 Mikrofaserpads noch mit enthalten. Sie haben eine Fernbedienung mit enthalten, die Sie auch mit benutzen können, wenn Sie möchten. Sie haben aber gesehen, funktioniert einwandfrei ohne auch. Sie können auch die kostenfreie App verwenden und Notfallabsturzseil haben Sie, wenn Sie sich da noch mal einen Ticken sicherer fühlen wollen, auch noch mit dabei. Und das alles zu einem richtig guten Preis, wenn man bedenkt, was für eine Arbeitserleichterung das ist. Das stimmt. Wir schauen jetzt einmal zu Pearl.de. Da sind wir bei 450 Euro knapp, aber bei uns heute für 399,99 Euro mit der Bestellnummer der ZX 7080 und der 569. Also ich finde das auf jeden Fall eine super Lösung. Wir sitzen hier so entspannt, das ist doch herrlich. Ja, ich konnte auch nicht putzen, glauben. Putzen Fenster besser als ich es könnte oder als du es könntest. Ja. Ne? Apropos, wie das Fensterputzen bei mir so abläuft, das können wir uns auch mal anschauen. Oh, ich habe das nämlich einfach mal hier mitgefilmt. Das ist mein kleines Balkönchen und da habe ich den das erste Mal bei mir zu Hause ausprobiert. Und das ist ein Erlebnis, sage ich Ihnen. Das macht so viel Spaß. Also ich hätte jetzt natürlich mir einen wunderbaren Buch schnappen können, mich da hinsetzen können. Ich habe aber auch super gerne zugeschaut, muss ich sagen. Ja, das ist aber sehr große Fenster. Ja, Wahnsinn. Macht gar keinen Spaß. Vor allem das Fenster geht noch weiter. Ne? Also hier sieht man noch nur 2/3 von meinem Fenster, was ich da habe. Und dann habe ich noch ein Eckfenster, was auch super schwer erreichbar ist. Also das ist einfach genial, dass ich mir diese Arbeit einfach abnehmen lassen kann. Ja, wir haben tolle, tolle Sachen für Sie jetzt hier für Ihren Haushalt zu TV-Sonderpreisen. Die sollten Sie wirklich, da sollten Sie wirklich zuschlagen, weil diese Preise gelten nur heute für die nächsten 2 Stunden. Wir hatten angefangen, ich fange nochmal an hier mit unserer Zusammenfassung, mit unseren beiden Staubsaugern. Und das ist was ganz Besonderes hier. Unser erster Staubsauger, den wir Ihnen gezeigt haben, ist ein Akku-Boden-Staubsauger und Fußboden-Poliermaschine, die genau so zu Ihnen kommt. Sehr, sehr leicht ist. Kein Kabel, keinen Staubsaugerbeutel, keinen Schlauch. Ideal, wenn man eben große Häuser hat oder auch für kleine Häuser, weil man ihn einfach außer Halterung nimmt und sofort loslegen kann. Die Bestellnummer ist die NX4834 und die 569. Hier sehen wir das mit diesem Wischaufsatz. Das finde ich genial. Ja, super effektiv. Ne? Man sieht es hier. Also das mit den eigenen Händen nachzuahmen, das fällt schon sehr schwer. Das ist ein enormer Kraftaufwand. Ne? Ja, dann haben wir den nächsten gehabt. Und was ich bei beiden toll finde, ist diese Bürste auch. Ne? Ja, genau. Gerade beim Frühstück, wenn man auf Teppich irgendwie Krümel hat. Da mit einem normalen Staubsauger, der keine Bürste hat, da kann man 1000 Mal hin und her rubbeln. Da passiert nichts. Also zum Staubsaugen ideal. Und der ist natürlich auch noch zum Wischen toll. Der ist zum Wischen toll. Zum einen hier mit der Mikrofaserwalze, die wir hier eingesetzt haben. Sie haben aber auch noch eine zweite Bürste zum richtig effektiv Durchsaugen mit dabei. Sie haben hier nicht nur den Sauger und nicht nur den Wischer, um den Boden richtig schön zu polieren, sondern Sie haben auch noch die UVC-Lichtdesinfektion, die parallel auch noch für Sie mitarbeitet und die Ihre Böden, Hartböden, so richtig schön nicht nur glänzend, oberflächlich glänzend herstellt, sondern auch richtig schön rein hinterlässt. Und zwar keimfrei und virenfrei und bakterienfrei. Also ideal, was dieses Gerät alles kann. Da wird der Boden so sauber wie noch nie, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Wir haben Ihnen jetzt ein paar Produkte gezeigt von uns und sichern Sie sich jetzt einfach Ihren Haushaltshelfer. Unsere Bestellnummer ist, unsere Telefonnummer ist die 0800 51 51 und 3x die 4. Ja, und schnell anrufen, damit Sie den TV-Sonderpreis bekommen für unsere Spitzengeräte. Wir hatten für den Boden, fürs Fenster. Damit reinigen Sie Ihr Haus so einfach wie mit nichts anderem, weil es ist richtiges Profi-Werkzeug. Das kann man nicht anders sagen, mit dem Sie hier eben wie die Profis Ihr Haus sauber machen, keimfrei machen, Ihre Fenster streifenfrei und alles so einfach, alles so super einfach zu machen. Also ran ans Telefon und viel Spaß damit.